So, nun kommen wir zum Thema Kadenz. Was bedeutet dabei Kadenz eigentlich? Kadenz betitelt die Tempovorgabe innerhalb einer Übung. Kadenzen sind immer mit vier Ziffern angegeben. Diese, die wir jetzt am Beispiel der Pull-ups aus Woche 1, Tag 1 einfach mal gemeinsam durchgehen werden. Die Kadenz der Pull-ups aus Woche 1, Tag 1 werden mit 5-1-X-5 betitelt. Was bedeuten dabei die Ziffern? Die erste Ziffer, die erste 5, betitelt dabei die exzentrische Phase des Pull-ups, also den Weg von der Top-Position in die Bottom-Position. Hier lassen wir uns 5 Sekunden Zeit für die Bewegungsausführung. Die zweite Ziffer betitelt den Übergang von der exzentrischen Phase, also der Negativbewegung, in die konzentrische Phase, also in die Positivbewegung. Die dritte Ziffer ist ein X. Das X bedeutet immer, dass wir die Bewegung so explosivartig wie möglich ausführen wollen. In dem Fall bewegen wir uns so explosivartig wie möglich aus der Bottom Position in die Top Position eines Pull-ups hinein. Und die letzte Ziffer wäre dann hier nochmal die 5. Diese betitelt den Übergang von der konzentrischen in die exzentrischen Phase, also von der Positiv- in die Negativbewegung. Hier halten wir uns also in der Top Position für 5 Sekunden. Und jetzt genug mit der Theorie und viel Spaß mit der Praxis.